Sie tanzen wie Derwische auf Kopf und Händen. Ihre akrobatischen Verrenkungen verlangen den Breakdancern ein hohes Maß an Disziplin, Kraft und Körperbeherrschung ab. In Südkoreas Hauptstadt Seoul treffen sich die Besten der Szene, um ihre Könige zu küren. Wenn jemand bessere Moves macht als du, darfst du dich davon nicht einschüchtern lassen. Du musst zum Gegenangriff übergehen. Du jagst mich und ich jage dich. In dem Moment, in dem du Schwäche zeigst, hast du verloren. Den Kampf auf dem Dancefloor gewinnen schließlich die Südkoreaner. Im Finale setzen sie sich gegen Frankreich durch. Ich bin so glücklich über den Sieg. Es war knapp und schwierig. Frankreich ist ein tolles Team und ich freue mich schon auf den nächsten Wettkampf mit ihnen. 16 Teams aus aller Welt tanzen sorgfältig choreografierte Formationen nach Funkmusik und zerhackten Beats. Im Finale liefern sich die Teams aus Südkorea und Frankreich ein packendes Bühnenduell von Angesicht zu Angesicht mit Vorteil für die Asiaten. Wir haben alles gegeben, wir haben das Finale erreicht. Zweiter Platz für die Bühnenshow, zweiter Platz für die Battle. Jetzt wissen wir, woran wir noch arbeiten müssen. Eine Menge Arbeit. Unser Erfolg überrascht uns nicht. Wir haben morgens, mittags und abends geackert. Jetzt ernten wir mit der Silbermedaille die Früchte unserer Arbeit. Und den Applaus der Fans gibt's obendrauf. Für das Tanzspektakel scheuen manche auch den weiten Weg nach Asien nicht. Breakdance interessiert mich einfach. Das Zeug ist toll. Ich habe selbst mal versucht und festgestellt, wie schwer das ist. Ich bewundere diese Jungs und Mädels. Lohn der Anstrengung? $14.000 für das Siegerteam, 7.000 Euro für die Zweiten.